Traurige Meldung aus der Welt des Sports. Pavel Krotov ist tot. Der russische Ski-Freestyler starb überraschend im Alter von nur 30 Jahren. Am Montag gab der Ski-Weltverband bekannt, dass Pavel Krotov am Samstag gestorben ist. Viele Menschen erinnern sich an Pavel als einen freundlichen, sympathischen und mutigen Menschen, lautet der Nachruf des russischen Freestyle-Verbands. Die Todesursache ist noch unklar. Möglicherweise starb Pavel Krotov an den Folgen einer Gehirnblutung, wie der Cheftrainer der russischen Freestyle-Nationalmannschaft Alexander Pongilski gegenüber RIA Novosti erzählt. Nachts, als er schlief, platzte sein Gehirngefäß und es gab eine Gehirnblutung, erklärt der Trainer. Die Beerdigung des erfolgreichen WM-Teilnehmers Pavel Krotov findet am Dienstag statt. Er wird in der Region Jaroslawl beerdigt, verkündet sein Trainer Pongilski.